Hallo, herzlich willkommen zu Episode 4 des Wegweisers. Heute geht es um Auswertung. Heute geht es um Befragungen, was eigentlich keine Auswertung ist, aber wir schauen uns Auswertungen an, die gerade im Kontext von Befragungen sehr häufig vorkommen, sehr relevant sind. Dafür nutzen wir, wie gehabt, das Tidyverse und wir nutzen ein weiteres neues Paket, für uns neues Paket, das sich Tidycom nennt. Tidycom für eine Anlehnung an das Tidyverse. Und auf der anderen Seite für Communication Studies. Tidycom können Sie installieren im RStudio rechts unten unter Packages, Install. Da suchen Sie nach Tidycom und installieren das. Dann spielt die Konsole wieder ein bisschen verrückt. Wenn Tidycom installiert ist, dann tun wir das, was wir immer tun, wenn wir neue Pakete installieren. Wir schauen uns erstmal die Vignette an, sofern es eine gibt. Vignette Tidycom führt allerdings zu einer Fehlermeldung. Wir googeln kurz und stellen fest, es gibt beim Tidycom nicht nur eine, sondern mehrere Vignetten, die man mit Browse Vignettes aufrufen kann. Wir lesen uns das ein bisschen ein und finden raus, dass Tidycom einfach verschiedene Funktionen anbietet, die für Kommunikationswissenschaften relevant sind, die immer wieder aufkommen und die sonst im üblichen R-Duktus so ein bisschen komplex sind und unnötig aufwendig umzusetzen. Tidycom kommt außerdem mit zwei Beispieldatensätzen daher. Wenn wir also mit Library Tidycom das Tidycom eingebunden haben, dann sind diese zwei Datensätze einfach so verfügbar, ohne dass sie im Environment oben rechts stehen, weil sie eben Teil des Pakets sind. Man muss es quasi wissen. Ich sage es Ihnen jetzt, ein Datensatz ist der WOJ-Datensatz, Worlds of Journalism. Das sind 1200 Fragebögen mit Journalistinnen und Journalisten aus der ganzen Welt. Es ist nicht ganz so viel. Die 1200 ist eine Stichprobe, es ist nicht die ganze Welt drin und es sind auch nur 2, 3, 4, 5 Fragen mit abgebildet in den Daten, die in Tidycom vorliegen. Das reicht aber für das Verständnis jetzt mehr als aus. Schauen Sie sich den WOJ-Datensatz also erstmal an, indem Sie ihn einfach aufrufen, indem Sie ihn mit str wie Structure sich anschauen oder indem Sie sich mit der Tidycom-Funktion describe beschreiben lassen. Describe, neue Funktion. Neue Funktion heißt, wir schauen uns erstmal die Hilfeseiten zur neuen Funktion an und lesen, was diese Funktion macht. Wir probieren sie aus und finden raus, dass diese Funktion die numerischen Variablen zusammenfasst, uns also Mittelwerte, Standardabweichungen, Quartile, Quantile und so weiter und so fort ausgibt. Mindestens genauso wichtig wie eine deskriptive textuelle Beschreibung der Daten ist, dass Sie auch ein visuelles Gefühl dafür bekommen, wie Ihre Daten aussehen. Das sind nicht unbedingt Visualisierungen, die später eine wissenschaftliche Arbeit schaffen, aber für Sie als Gefühl, womit habe ich es denn hier zu tun, ist das ein ganz, ganz relevanter Schritt. Dafür nutzen wir wiederum ggplot aus dem Tidyverse, das kennen Sie schon. Und wenn wir ein einfaches Histogramm ausgeben wollen, dann lautet der ggplot-Befehl dafür geomhistogram. Geomhistogram braucht nur einen x-Wert, also nutzen wir das ggplot. In den Aesthetics kommt nur ein x-Wert rein, die Variable, die wir als Histogramm aus oder visualisieren wollen. Und dann fügen wir ein geomhistogram ein. Da gibt es einen kleinen Haken, darauf weist die Konsole auch hin und wenn wir kurz recherchieren, finden wir raus, dass wir einen StatCount dazu brauchen, damit er anfängt, diese Variablen dann auch in den jeweiligen Ausprägungen zu zählen. Das Schöne am Tidycom, also dem kommunikationswissenschaftlichen Paket, ist, dass es am Tidyverse ganz nah dran ist und letztlich Tibbles spricht, also das gleiche Format, das auch das Tidyverse verwendet, um diese selbsterklärende, sprechende Pipe-Struktur zu verfolgen. Also dieses Group-By-Count und so weiter können Sie auch mit dem Tidycom verbinden. Wir können also Group-Byen und Describen beispielsweise. Das ist kein Problem, obwohl diese Funktionen aus unterschiedlichen Paketen kommen und unterschiedliche Pakete in R nicht immer so hundertprozentig zueinander passen. Das Tidycom und das Tidyverse passen sehr, sehr gut zusammen. Neben GeomHistogram können Sie auch anderweitig die Daten visualisieren. GeomViolin ist eine ziemlich fancy Visualisierung, gibt für ihn für eine Variable letztlich so eine Art Boxdarstellung an, bei dem Sie den Interquartilsabstand ebenso wie den Median abgebildet bekommen und das Ganze aber in so einer Violinenform und die Form entspricht einem hochkant gestellten Histogramm. Sie haben also auch noch die Verteilung der Daten mit drin. Wenn Ihnen das zu fancy ist und Sie vielleicht mit den Boxplots aus SPSS vertraut sind, dann können Sie natürlich auch mit GeomBoxplot Boxplots in R mit ggplot ausgeben. Für wissenschaftliche Arbeiten eignen sich diese Visualisierungen aber wie gesagt nur bedingt.
Stattdessen wollen Sie Ihre Daten beschreiben und das tun Sie häufig mit Kreuztabellen. Kreuztabellen ist eigentlich nichts, was wir jetzt zusätzlich noch uns anschauen müssten, weil das kennen Sie schon. Wir haben im Tidyverse bereits Group und Count kennengelernt, wir kennen bereits Summarize und wir kennen auch die Pivot-Funktion, um aus langen Daten breite Daten zu machen. Sie können also mit Group und Count und dann Pivot Wider Ihre Daten zusammenfassen in die Gruppen, auszählen, wie häufig jede Ausprägung vertreten ist und das dann in die Breite ziehen und haben so Ihre Kreuztabelle erstellt. Mit dem Tidycom können Sie das Ganze einfach über Crosstab aufrufen, Ihre Daten in die Crosstab-Funktion schmeißen und kriegen so dargestellt, was Sie wonach Sie gesucht haben, nämlich eine Kreuztabelle. Und das Schöne ist, Sie können bei Tidycom in die Crosstab-Funktion auch noch einen G-Quadrat-Test mit reingeben als Parameter oder anfordern und dann kriegen Sie direkt auch noch die Ausgabe dazu. Wir haben Kreuztabellen statistisch geprüft mit dem G-Quadrat-Test. Die übliche Art, solche Werte zu berichten, Befragungswerte zu berichten, ist über Balken. Ganz generell, Visualisierung kennen wir bereits, ggplot ist the way to go. Das ggplot Cheat Sheet haben Sie in der Vergangenheit auch schon häufiger gesehen und insofern können Sie damit wunderbar arbeiten. Essentiell dabei ist, in den Aesthetics X und Y zu hinterlegen und in den Aesthetics den Fill zu hinterlegen. Fill ist ggplot-Sprech für, das ist die Farbe, mit der Sie die Balken füllen. Im Gegensatz zu Color, das ist bei Liniendiagrammen, die Farbe, die für die Linie verwendet wird, ist Fill, die Farbe, die Balken füllt. Darüber hinaus können Sie entscheiden, ob Sie die Balken gestapelt oder nicht gestapelt haben wollen. Wenn Sie sie nicht gestapelt haben wollen, dann können Sie sie gruppiert sozusagen nebeneinander darstellen. Gruppiert nebeneinander in ggplot heißt Position ist Dodge. Das sind aber alles Dinge, die Sie auch herausfinden, wenn Sie die Hilfefunktion bemühen. Also zum Beispiel geom bar mit einem Fragezeichen davor versehen eintippen oder aber geom bar den Cursor irgendwo reinsetzen und mit F1 die Hilfe so aufrufen. Wenn Sie Farben verändern wollen, dann eignet sich dafür der Color Brewer, also der Farbbrauer sozusagen, der Farben danach ausgewählt hat, dass sie einen möglichst hohen Kontrast zueinander haben, wenn es um qualitative Daten handelt oder in einer einheitlichen Farbskala vorgehen, wenn es sich zum Beispiel um ordinale Daten handelt. Den Color Brewer können Sie in Ihre ggplots einfach einbinden, der ist auch schon installiert und fixfertig verfügbar. Sie greifen darauf zu, indem Sie die Achse in Anführungszeichen definieren. Die Achse in dem Fall ist die Fill-Achse, weil Sie ja die Füllfarbe als Fill definiert haben. Also ist der Befehl scale-fill-brewer und dann können Sie darin definieren, dass die Farbgebung eben eine andere sein soll. Zuletzt können wir unsere Visualisierung noch hinlegen. Wir haben ja gesagt, wir wollen eigentlich liegende Balken haben. Das können wir mit Coord-Flip, also das Koordinatensystem, einmal flippen. Vorsicht, denken Sie sich das Coord-Flip erstmal weg. Dann haben Sie X- und Y-Achse, die Sie in den Aesthetics hinterlegen müssen. Und dann nehmen Sie Coord Flip hinzu und dann kommen Sie nicht durcheinander, was jetzt X und was Y ist. Generell, wenn Sie eine Zeile mal kurz rauslöschen müssen aus dem Skript in RStudio, dann können Sie das auch mit dem Shortcut Steuerung D wie Delete machen, dann wird einfach die Zeile einzeln einmal rausgelöscht. Eine andere gängige Herausforderung, gerade bei Befragungsdaten, sind Indizes, zum Beispiel Mittelwertindizes. Wenn Sie eine Itembatterie haben, die alle dasselbe Konstrukt abfragen und Sie daraus dann einen Mittelwertindex berechnen wollen. Dafür gibt es das Tidycom und im Tidycom die Funktion addIndex. Sie hinterlegen den Namen der neuen Spalte, die dieser Index haben soll, und geben an, welche Spalten denn jetzt diesen Index bilden sollen. Ich habe das hier mal vorbereitet für die Ethics-Fragen. Das sind 4 Stück, die im World of Journalism-Datensatz drin sind. Und hier kommt es zum Fehler, weil ich mich vertippt habe. An der Stelle ein kleiner Hinweis. Ich habe mich hier vertippt in mehreren Zeilen. Wenn Sie mehrere Zeilen gleichzeitig bearbeiten wollen, und jetzt kommt wirklich ein fancy Trick, drücken Sie die Alt-Taste und ziehen Sie so ein Rechteck mit der Maus über diesen Bereich, den Sie bearbeiten wollen, über verschiedene Zeilen hinweg. Und Sie können alle Zeilen gleichzeitig bearbeiten und richtigstellen, was Sie in dem Fall ausgewählt haben wollen. Relevant bei Indizes ist es auch, zu wissen, ob diese einzelnen Items eigentlich auf denselben Faktor überhaupt laden. Das prüfen wir gemeinhin mit Chromebus Alpha. Und Chromebus Alpha können wir dank dem Tidycom ganz einfach berechnen über Get Reliability.
Kleiner Haken an der Geschichte, Get Reliability funktioniert nur, wenn Sie vorher diesen Index auch über Add Index, also über das Tidycom, angelegt haben. Wenn Sie selber ganz weit weg in einem anderen Universum selber berechnet haben, diesen Index, können Sie mit Get Reliability diesen Index nicht rückführen in Combass Alpha. Letzte Auswertung, die wir uns im Zuge der Befragungsdaten anschauen, sind Korrelationen. Die sind genauso einfach wie Indizes. Sie haben Ihre Daten verfügbar und Sie können sie mit dem Paket Tidycom über Correlate einfach korrelieren lassen. Das war es dann auch schon. Default ist hier Pearsons Korrelationskoeffizienten. Sie können aber auch umstellen auf andere Korrelationskoeffizienten. Auch bei Korrelationen gilt, wir reporten in der wissenschaftlichen Arbeit zwar den Korrelationskoeffizienten, für uns zum Verständnis macht es aber vielleicht durchaus Sinn, das sich auch mal visuell anzuschauen. Korrelationsdaten sich anzuschauen, macht man gemeinhin über einen Scatterplot. Man nimmt also auf der X- und auf der Y-Achse jeweils eine der korrelierenden Variablen und lässt sich die ganzen Korrelationen als Punkte anzeigen. Und wenn die sozusagen im 45-Grad-Winkel einmal schräg von links unten nach rechts oben gehen oder von links oben nach rechts unten, dann haben sie eine perfekte Korrelation. Das ist in dem Fall natürlich nicht der Fall und es ist auch ein bisschen schwer zu erkennen, ob da jetzt eine Korrelation drinsteckt. Einen leichten Indikator dafür kriegen Sie, wenn Sie sich Trendlinien anzeigen lassen, Trendgeraden. Das können Sie mit Geom Smooth, da können Sie sich Geraden anzeigen lassen. Wenn Sie die Methode auf LM setzen, dann ist es eine Gerade, sonst ist es sogar eine Kurve. Aber wir rechnen ja mit Pearsons Korrelationskoeffizienten, der auch auf linearen Zusammenhängen beruht, also in dem Fall nur mit Geraden arbeitet. Das war's für heute. Ich würde Sie gerne zu ermutigen, dass Sie sich die Übungen zu dieser Episode genauer anschauen, bevor wir uns wiedersehen bei einer sehr fancy Folge der Episode zur Inhaltsanalyse.